Der orkanartige Sturm hat leider den Großteil ihrer Rosenfelder zerstört. Was mache ich denn jetzt? Die Rosenfelder waren meine letzte Hoffnung. Ich kann jetzt meine Träume komplett vergessen. Wenn ich nicht wieder angefangen hätte zu spielen, wenn ich Zacher nicht getroffen Felix, hätte... Felix, bitte hör endlich auf damit. Kein Geld der Welt könnte dich ersetzen. Okay. Was kann ich für dich tun? Wie kann ich dir helfen? Geh bitte auf den Hochzeitsempfang. Entschuldige mich bei Barbara. Ich muss einige Telefonate führen. Gut, mache ich. Test zu fälschen, Herr Sonnbichler, das ist ein krimineller Akt. Das ist mir bewusst, Herr Doktor. Aber das Ganze ist doch meine Schuld. Warum habe ich Depp nicht schon viel früher dran gedacht, für die Hildegard sowas abzuschließen? Das Risiko ist einfach zu groß, dass die Gutachter von der Versicherung das rausbekommen. Die sind wie Drogenhunde, die schnüffeln so lange, bis sie etwas finden, was die Auszahlung verhindert. Ja, das ist schon klar. Ich hätte Sie gar nicht bitten dürfen. Das ist doch klar, Sie können schließlich nicht Ihre Zulassung für mich aufs Spiel setzen. Vergessen Sie einfach, dass ich Sie gefragt habe. Herr Sonnbichler, ich würde Ihnen wirklich gerne helfen, aber... Nein, ich finde schon einen anderen Weg, damit die Hildegard versorgt ist. Trotzdem, vielen Dank, Herr Doktor. Mhm. Merkwürdig. Was? Mir fehlt das Datum. Dem Laborbericht. Aha. Und was bedeutet das? Das bedeutet, ich könnte die Ergebnisse auf einen Zeitpunkt nach Vertragsabschluss datieren. Nach Vertragsabschluss? Ja. Und die Kollegin hat mir sämtliche Unterlagen zukommen lassen. Das heißt, ich bin der Einzige, der die Befunde kennt. Herr Doktor, aber ich will wirklich nicht, dass Sie wegen mir Schwierigkeiten bekommen. Nein, ich meine, ein gewisses Risiko ist schon da, aber... Also ganz ehrlich, Herr Sonnbichler, das ist doch ein Zeichen. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, was ich sagen soll. Das ist schon okay. Gesund, der Goldfisch im Glas. Ich habe Hülle dabei. Schau an. Danke. Also, Herr Doktor, das werde ich Ihnen nie vergessen. Solange ich lebe. Das hört sich jetzt blöd an, oder? Herr Sonnbichler. Hoffen wir, dass die Versicherung auch bezahlt, wenn es dann soweit ist. Ja, das wird schon werden. Nochmal vielen, vielen Dank, Herr Doktor. Kein Problem. Wiedersehen. Wiederschauen. Okay. Ja, dann vielen Dank, dass Sie mich informiert haben. Auf Wiederhören. Was sagt der Verwalter? Die paar Pflanzen, die nicht vom Orkan entwurzelt worden sind, sie werden wahrscheinlich vom Dauerregen weggeschwemmt. Weggeschwemmt? Oder sie verfaulen, weil der Boden einfach zu feucht ist. Hätten wir bloß früher verkauft. Er braucht mindestens 2 Jahre, um die Felder wieder aufzubauen. Ganz viel Geld, was ich natürlich nicht mehr habe. Miriam, wir müssen die Felder so schnell wie möglich loswerden, bevor uns die Kosten noch über den Kopf wachsen. Hoffentlich finden wir überhaupt einen Käufer unter den Umständen. Das Land ist jetzt so gut wie wertlos. Gibt es keine andere Möglichkeit? Nein. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön.
Und ich habe mich gefreut, dass Sie gekommen sind. Ich auch, danke. Eine schöne Hochzeit. Ihre Braut ist echt bezaubernd. Sie können einer glücklich schätzen. So eine attraktive Frau. Und Ihre eigene Frau ist gerade einem schweren Leiden erlegen, habe ich gehört. Herzliches Beileid. Ja, morgen ist die Beerdigung, deswegen kann ich ja beim Hochzeitsbankett nicht dabei sein. Ich hab da so viel zu tun, ich muss so viel machen. Ja. Schönen Abend, würde ich sagen. Ja, genau. Nora, ich wollte mit dir noch mal drüber reden. Ich meine, wenn Sie bis jetzt... Sie entschuldigen mich, einen Moment, ja? Ich triff gleich meinen Anwalt, wegen der Geschichte mit dem Labor. Ich muss aber an den armen Hund denken, der wo den falschen Pfund gekriegt hat. Vielleicht sollte ihn ausfindig machen. Eine Sammelklage war nicht schlecht. Ich meine, wenn doch bis jetzt keiner nach dem Geld gefragt hat. Ich meine, es geht dir doch nicht um 10 für einen Kaugummiautomaten. Es gibt einige Gäste im Fürstenhof, für die 500 Euro nicht mehr sind als Taschengeld. Ja, aber das sag ich doch, Peanuts. Nora, bitte, ich habe das Geld schon so gut wie verbraten. Das ist dein Problem, wenn alle zum fraglichen Zeitpunkt anwesenden Gäste abgereist sind. Das ist dein Problem, ey. Das ist eine blöde Kurve. Letzte Hoffnung, Othello. Was soll denn nun werden? Ohne eigenes Rosenöl kann ich mein Parfum vergessen. Ich bin pleite. Du bist auch nicht gerade billig. Miriam! Dachte ich mir, dass du hier bist. Hast du geweint? Was ist los? Hey! Erzähl's mir. Du weißt, ich bin der allerbeste Tröster auf dieser Welt. Rechtswirkungen gerichtlich geltend machen. Was ist denn das? Amtssprache. Ungefähr so verständlich wie Swahili. Die Anerkennung der Vaterschaft ist von einer dazu bestellten Urkundenperson zu erklären. Du, da muss ich aufs Amt. Ja, das schaffst du schon, mein Schatz. Ja, und Samias Mutter muss eine Einverständniserklärung unterschreiben. Dann sollten wir die Unterlagen schicken. Also, ich wollte eigentlich mit ihr persönlich darüber sprechen. Was? Sie wollen nach Afrika? Ich dachte, wir könnten Ihre Mutter nach Deutschland einladen. Das wäre ja wundervoll. Ja, Johann und ich würden den Flug bezahlen und eine Unterkunft wird sich auch noch finden. Sie sind ein Engel. Und dass Sie sich dazu entschieden haben, mir zu helfen, das werde ich Ihnen nie vergessen. Naja, ich kann ja nicht zuschauen, wie so ein nettes Mädel unglücklich wird. Johann und ich möchten Ihnen was erzählen. Was denn? Du weißt schon, unsere Neuigkeit. Was für Neuigkeit? Johann und ich werden heiraten. Ach so, die Neuigkeit. Das ist ja super. Ja. Oh, schön. Ich freue mich so sehr für Sie beide. Ja. Schön. Ist ja schon gut. Tja, dann sind wir doch jetzt sowas wie eine richtige Familie. Frau von Heidenberg, darf ich Sie mal kurz sprechen, bitte? Ja gut, geh schon vor, ich komme gleich. Das ist jetzt ein vertrauliches Schwiegermutter-Schwiegersohn-Gespräch? Da muss ich Sie leider enttäuschen, nein. Miriam und ich können leider nicht am Bankett teilnehmen. Wieso nicht? Es ist was dazwischen gekommen. Darf ich erfahren, was? Ausnahmsweise mal nichts mit Ihnen zu tun. Na gut, kein Problem, ich heirate schließlich täglich. Okay. Miriam geht's nicht gut. Was ist denn mit ihr? Sie hat ihre gesamten Rosenfelder durch ein Unwetter verloren.
Oje, das ist wirklich ein schwerer Schlag für euch. Ja, allerdings. Diese Felder waren die einzige Chance für Miriam, an Geld zu kommen. Tja, dann heißt es wohl ab jetzt sparen. Keine heimlichen Spielchen mehr nach Feierabend. Okay, hören Sie auf. Sie müssen doch wohl zugeben, dass meine Tochter ohne Sie diese Probleme nicht hätte. Nein, wahrscheinlich nicht. Dann wird es auch nicht lange dauern, bis Miriam endlich begreift, dass für den Verlust ihres Vermögens ausschließlich ihr eigener Mann zuständig ist. Das hält die größte Liebe nicht aus. Ja. Und darum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht was Besseres findet.